Herzlich willkommen zu unserer Andacht heute aus der Laurentiuskirche. Rogate heißt der heutige Sonntag mit seinem alten lateinischen Namen. Auf Deutsch betet. Wie wir heute beten können, darum geht es. Was trauen wir noch der Kraft des Gebetes zu? In den letzten Wochen dachte ich oft, manchmal voller Ohnmacht und zugleich voll Dankbarkeit, in dieser Situation kann ich nur beten. Und ausgerechnet in diesem Jahr ist unsere Jahreslosung ein Gebetsruf. Ich glaube, Herr Jesus, hilf meinem Unglauben. So lasst uns diesen Gottesdienst feiern mit Lob und Bitte und dem Nachdenken über unser Beten. Gelobt sei der Herr, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. So steht es im Psalm 66 und ist unser Wochenspruch für diese neue Woche. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Oh,
Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, wir vertrauen dir, darum beten wir zu dir. Denn du bist unser Fels und unsere Burg. Du bist das Säuseln im Wind, die Stille in der Wüste. Und auch wenn unser Beten nur Stückwerk und Stammeln sein kann, so wissen wir doch, du hörst uns. Du gibst uns Trost und schenkst uns Frieden. Herr Jesus, wo wir in deinem Namen zusammenkommen, da bist du mitten unter uns. Danke, dass du jetzt auch bei uns bist und uns zu einer Gemeinde verbindest, auch wenn wir in den verschiedenen Häusern diese Andacht feiern. So segne unser Singen und Beten, unser Reden und Hören, denn du bist unser Herr und Gott. Dich loben und preisen wir. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe Ihnen hier ein Buch mitgebracht. Und ich sage es gleich, es ist nicht die Bibel, kein Gebet oder Gesangbuch. Goldschnitt, schöner Einband, wirklich sehr ansprechend und sehr wertvoll. Offenbar bewahrt es etwas sehr Wichtiges und man nimmt es mit Ehrfurcht in die Hand. Aber dann die Feststellung beim Durchblättern: unbedruckte Seiten. Von außen alles ganz schick und schön, aber innen nichts. Nein, so soll mein Buch des Lebens nicht aussehen, dass nur das Äußere stimmt und wunderbar scheint, aber im Inneren leere ist. Gerade Krisenzeiten und Verunsicherungen sind Anlass, darüber nachzudenken, was die Seiten in meinem Leben füllt. Sie können dabei aber auch eine Chance sein, Dinge zu verändern und neu auszurichten. Gott möchte uns dabei helfen, solche Entscheidungen zu treffen. Hierfür ist es aber notwendig, dass wir mit ihm im Gespräch sind. Denn er will keine anonyme Macht sein, sondern ein Gott, der sich mir zuwendet, ein Gegenüber, ein Du. In Jesus Christus ist er Mensch geworden, um uns diese Nähe zu zeigen. So wie Jesus Gott als Vater im Gebet anspricht, können auch wir in dieser vertrauten Form zu ihm beten. Es geht hier nicht vordringlich um viele Worte, sondern um Klarheit und Deutlichkeit. Wir stimmen ein in das Gebet, das uns zur Gemeinschaft all derer macht, die durch Jesus zu Gott gehören.
Wir sprechen unser Vater als Gemeinschaft. Und zugleich spüren wir aber, dass mit diesem Gebet etwas in uns ganz persönlich passiert. Denn mit jeder Bitte bringen wir ihm zugleich ein Stück unseres Lebens. Beten ist nämlich mehr als zu Gott zu sagen, mach mal. Gebet ist ein Gespräch, als Sprechen, aber auch als Hören. Das Vaterunser ist nicht dazu da, dass es nur mechanisch aufzusagen wäre, weil dies den nicht ernst nimmt, an den es gerichtet ist, an Gott, der diese Welt geschaffen hat und erhält, der uns ins Leben gerufen hat und möchte, dass unser Leben mehr ist als nur belanglose oder leere Seiten in einem äußerlich prachtvollen Buch. Im Gebet können wir uns neu in dem gründen, der mit uns eine wunderbare Geschichte schreiben möchte. Nicht nur oberflächlich, sondern meinem Leben möchte er wirklich Tiefe und Inhalt geben. Es ist eine Liebesgeschichte, die mich annimmt in meiner Sehnsucht nach Heil und dem Glück, das nur Gott schenken kann, nach Vergebung und dem täglichen Brot, nach Bewahrung vor Versuchung und Befreiung von dem Bösen. Das Vaterunser ist wie eine Kurzform des Evangeliums. Und es möchte uns neu in die Entscheidung führen, Gott in allen Dingen zu vertrauen. Wer betet, wird tatsächlich Erfahrungen machen, wie Gott das Buch seines Lebens neu füllt. Sich von Gott als dem Vater in allen Dingen getragen zu wissen. So wie es die vielen gefüllten Seiten der Bibel beschreiben, in der Gottes Geschichte mit den Menschen berichtet wird. Auch hier in der Bibel ist nicht immer alles gut in dem Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Aber Gott gibt nicht auf mit den Menschen, wenn sie zu ihm rufen und zu ihm beten. Und so will er auch in diesen Tagen an unserer Seite sein, als der, der alles in seinen Händen hält. Es hilft uns nichts, wenn wir uns momentan, wie man es so oft erlebt, dubiosen Theorien aus dem Internet über Virus oder geheime Verschwörungen hingibt, die mit dem Anspruch daherkommen, uns ganz simpel die Wahrheit zu erklären. Und doch nur als Ergebnis Misstrauen, Unsicherheit und Aggression gegen die vermeintlich Schuldigen auslösen und fördern. Viele Seiten versuchen die momentane Situation für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Der Unmut, gerade in unserem Land, ist da für meine Verhältnisse wenig verständlich. Wenn man darauf schaut, dass hier gerade nicht das Schlimmste eingetreten ist, was woanders mit vielen tausend Toten passiert ist. Dankbarkeit dafür wäre angemessener, als wieder der erneute Hochmut, es doch eigentlich besser zu wissen. Kein Land der Welt
Egal mit welcher Regierung und welcher politischen Richtung, konnte es sich leisten, die Gesundheit seiner Bürger nicht durch Einschnitte in die persönliche Freiheit einzuschränken. Keiner hat ein alles funktionierendes Patentrezept zum Schutz der Menschen. Die Mauern dieser Kirche hier, der Laurentiuskirche Krimmetschau, in der wir uns befinden, haben schon viele Ereignisse der Bedrohung von Leib und Leben der Menschen in der Geschichte dieser Stadt erlebt. Und diese Mauern könnten uns erzählen, auch von Seuchen, von Kriegen, von Leid und Tod, aber auch von Gebeten und Fürbitten, dem Vertrauen, dass jedes hier gebetete Vaterunser bezeugt hat, und der Hoffnung, dass Gott helfen wird. In dieser Demut sollten auch wir darum beten und wissen, dass er es ist, der die Geschichte schreibt, die unser Leben ist, wenn wir ihm vertrauen. Mit einem guten Ende. Denn sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. Wir wollen uns unter Gottes Segen stellen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Thank you.